Kuckuck, ich bin's nochmal, der Dirk. Ja, heute nur den Geheimtipp des Jahrhunderts, sage ich mal ganz einfach. Und zwar, wenn ihr in die Verlegenheit kommt, Vergaserteile von Mikuni brauchen zu müssen. Bei der, wo ich das zweite Teil, den zweiten Teil nicht gefilmt habe, aber dieses gute Stück braucht noch die Ohrringe, die zum T-Stück links und rechts zum Gehäuse hin abdichten und bei den geraden Verbindungsröhrchen zwischen 1, 2 und 3, 4. Zwischen 2 und 3 ist halt das T-Stück. Da gehören insgesamt 12 Ohrringe, braucht man da. Sowas hier. Die originale Nummer bei Yamaha ist 36Y41-4700. Yamaha verlangt für einen dieser Ohrringe 7,50 Euro circa. Diese Ohrringe, die ihr bei Toppen bekommt, die haben zwar eine andere Nummer, entsprechen aber den Originalen, sage ich mal. Der ist ja Mikuni-Importeur, also das ist Originalware. Da kriegt er zum Beispiel das Stück für 2,50 Euro circa. Will also nur sagen, das ist halt mit allen Teilen so, ne? Braucht ihr irgendwas an Mikuni-Teilen, sei es Schwimmernadelventile, Nadellüse, Düsennadel, Pipapo, der hat einmal alles verfügbar. Es gibt eigentlich nichts, was der nicht hat, für Mikuni jetzt zumindest, ne? Natürlich auch ganze Vergaser, Flachschiebervergaser in verschiedenen Qualitäten und. Wendet euch an Topham, ne? Und zwar Topham Vergasertechnik GmbH zur Quelle 11 in 32351 Stemwede, Dielingen. Seine Website ist mikuni-topham.de und da meldet er euch, oder wenn er die Teile braucht, ruft er da an, sagt, was er braucht. Der sagt euch, was es bei ihm kostet und schickt es dann halt im Normal. Ich habe die halt zum Beispiel gestern bestellt, irgendwann nachmittags, und eben sind sie schon angekommen. Also der ist sauschnell, der liefert klasse. Und das Problem ist noch, manche könnten ja denken, ja okay, die finde ich irgendwie bei Louis Ohrringe für 50 Cent oder noch weniger das Stück. Das Problem ist nur, diese ganze Zubehörwichse, sage ich jetzt mal so salopp, ist meistens nicht wirklich spritbeständig, ne? Also meist baut er sowas ein, entweder quellen die auf, dann werden sie weich, dann, also es macht keinen Sinn, diesen billigen Zubehörkram zu kaufen. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nur gesagt haben, Topham ist spitze für sowas, ne? Bis dahin. Der Dirk war's. GoPro-Aufnahmen stoppen.